Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Heute werden wir den gefürchteten Napoleon-Fisch fangen. Ich bin gespannt, ob wir den kriegen. Haben wir den nicht vielleicht sogar schon? Vielleicht sollten wir gleich mal kurz in der VNAPD nachschauen. Hier ist auf jeden Fall nichts Spannendes, was ich gebrauchen könnte. Danke, Schlepp und Nepp. Ich hoffe immer noch, die bauen sich jetzt irgendwann mal aus. Damit wir da mehr shoppen können. Wo ist die Taste? Hier ist die Taste. Ah ne, das war nur mein. Ups. Von der PD. Haben wir den Napoleon-Fisch schon? Wenn, dann müsste er, glaube ich, hier hinten sein. Na. Nee, ich glaube, den haben wir tatsächlich noch nicht. Okay. Oder ist er hier? Nee. Okay, ja gut. Dann suchen wir den Napoleon-Fisch. Den gibt es im Meer und die Größe ist riesig. Riesig. Und da wir eh erstmal den Strand ab. Oh, Gilliver ist da. Och nee, wieso denn nicht der Pirat Gilliver? Ach man, Gilliver. Ja, bitte. Ein Sturm, welch Backbord. Ich will kein Strandgut sein. Du bist kein Strandgut. Du bist Gilliver. Boah, jetzt sag endlich auf, Junge. Danke. Träume sind schon schön. Wer was wohnt? Außerdem noch du da. Was ist denn das für ein Weckruf? Moritz, so, das geht doch nicht so. Ich muss mich ordentlich aufwecken. Mann, ich hab so schon geschlafen. Ach man, ja gut, danke fürs Retten, aber ich muss jetzt erstmal Hilfe suchen. Och nee, nicht schon wieder. Mein treuer, praktischer Fernsprecher ist kaputt. Mickrige Makrelen. Och man, jetzt muss ich warten, bis du hier mir hilfst und dieses schöne Teil hier aufbaust. Dankeschön, beziehungsweise reparierst. Natürlich nur, wenn du das machen möchtest, sehr natürlich. So, ja gut, ne? Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich chille hier am Strand. Ich sonne mich ein bisschen. Bis dann. Ach Gott, der labert ja doch noch mehr. Okay, bis dann, Gilliver. Dankeschön, dass ich hier wieder deine Drecksarbeit machen darf. Ist immer eine große Ehre für mich. Aber immerhin bekommen wir dann irgendein Geschenk. Ich habe auch aus Versehen schon die Piratenmöbel gesehen. Die der andere, also die Gilliver im Piratenkostüm dann abgibt. Die sind echt, wow, cool. Cool sind die. Ist hier überhaupt was am Strand? Also bis jetzt habe ich noch keinen Fisch gesehen. Ah, hier ist einer. Oh, komplett daneben wollte ich schon sagen. So, perfekt. Ich weiß nicht, ob das hier als riesig zählt. Aber wir gucken einfach mal. Das ist auf jeden Fall ein Seebarsch. Hallo? Oh, jetzt habe ich gar nicht drauf auf den Boden hier geachtet. Aber ich glaube, hier war nichts. Wenn, dann sehen wir es gleich. Ich weiß auch nicht, welche Zikaden uns noch fehlen. Ja, es gibt so viele dieser Zikaden-Dinger. Das ist echt gemein. Wirklich gemein. Aber was haben wir hier? Habe ich eigentlich noch die Dings? Ne, habe ich nicht mehr hier. Okay. Wer ist heute hier? Niemand. Okay. Sehr schön zu wissen. Ah, hier ist was. Sehr gut. Ich hoffe, meine Schaufel geht gleich nicht kaputt. Sehr gut. So, Angel wieder rausholen. Jetzt auch nichts. Also irgendwie sind die Meere gerade eher leer. Vielleicht habe ich die alle leer gefischt. Dann tut es mir leid. Ich wollte euch nicht leer fischen. Das liegt doch gar nicht so in meiner Natur. Ich esse ja überhaupt keinen Fisch. Aber ich möchte euch gerne im Aquarium haben. Ich weiß, das ist gemein. Aber ist ja gemein als gar nicht, oder? Nee, Spaß. So. So, was haben wir hier? Einen Hammerhai, cool. Sehr schön.
Hier war doch irgendwo noch so ein Ding. Ah, da. Oh, links ist noch eins. Links ist noch eins. Tada, zwei schon mal. Super. Sehr gut. Muss sagen, der Hammer, der hat sich schon gelohnt. Das haben wir noch nicht. Das Insekt. Ja, ich hab's. Ich hab's, Leute. Ein Blaurüsselkäfer. Deine Augen sind blau wie ein Blaurüsselkäfer. Alles klar. Ja gut, Leute. Da haben wir es eigentlich heute schon wieder geschafft. Unser Ziel war eigentlich ein Napoleonfisch, aber wir haben etwas anderes Neues gefunden. Deshalb machen wir jetzt noch eben hier die Quest von Gilliver fertig. Und dann war es da schon wieder. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag ein neues Insekt, egal wie lang die Folge dann wird. Also irgendein neues Ding. So mache ich das momentan. Und es klappt eigentlich erstaunlich gut. Muscheltor habe ich schon. Kacke. Habe ich schon. Ich finde es eigentlich ganz cool. Oh, da haben wir noch ein Hai oder so. Mal gucken. Was wir hier haben. Oh Gott, ich habe A gedrückt. Sorry, Leute. Dann schauen wir nicht, was wir da haben. Okay, ein Fernspeicherdings fehlt uns, glaube ich, noch. Nee, fehlt uns gar nicht. Okay, cool, dann können wir zurückgehen. Ich bin happy, dass wir es geschafft haben. Jeden Tag ein neues Insekt und ein Dings. Ich habe außerdem geträumt, der erste Tag der Uni würde beginnen. Und wir wurden dann in unterschiedlichen Häusern aufgeteilt. Es gab Haus Basketball, dann gab es ein Haus Riverdale. Ich fand das ganz lustig. Ich war richtig verwirrt, als ich dann da war. Ich bin da so wir wollten zum Museum. Ich bin da hingegangen und habe gedacht, habe mich die ganze Zeit gefragt, in welches Haus bin ich denn jetzt? In welcher Gruppe ich bin? Ich weiß es nicht. Und dann habe ich da vier nette Leute kennengelernt, die ich noch nie gesehen habe, glaube ich. Ich könnte sie sogar sehr, sehr genau beschreiben. Dann haben sie mich aufmerksam gemacht. Oh, hast du denn keinen Brief bekommen? Da stand das da drin. Was? Oh. Okay, ich guck mal nach. und dann stand da Riverdale. Ich so, oh, ich bin im Haus Riverdale. Okay. Und danach, als wir dann alle irgendwie rausgegangen sind, ja, um zu irgendwelchen Hütten zu gehen, hat mich dann dieser Coach da gefragt. Und? Freust du dich auf die Basketballer? Dann ich so, ich bin im Haus Riverdale. Oh, okay. Und dann bin ich einfach weitergegangen. Und dann war der Traum eigentlich auch schon wieder fast vorbei, leider. Ich fand den echt cool. Der Traum war cool. Ein Juwel mit einem langen Rüssel? Der Gipfel der Absurdität. Puh, das kann ja jeder Juwelier bestätigen. Nein, in jedem Fall. Allerherzlichen Dank für Ihre wundervolle Spende. Ja, danke schön, Herr Eugen. Ja, das war auf jeden Fall ein cooler Traum. Ich hätte den gern nochmal gehabt. Ich schreibe den mir gleich auch noch auf. Ich bin nämlich gerade erst aufgewacht. Und dann... Ja, ne? Da kann ich eigentlich sagen, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns morgen wieder. Ich gehe gleich nochmal hier schwimmen, um vielleicht mal endlich mal ein Rezept zu kriegen. Denn ich gehe jeden Tag schwimmen, ja, hab dann auch eine Kammmuschel. Und was ist? Der Typ, der ignoriert mich. Der schenkt mir gar nichts, außer einen komischen Spruch, den kein Mensch braucht. Das ist dieser komische Typ. Ich wollte nicht angehen. Ja, also bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao mit Kakao. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha.
Ha ha ha.